Was kann man eigentlich machen, um im Homeoffice so richtig die Ablenkung zu vermeiden? Ich muss dir auch ein bisschen schmunzeln, wenn ich das gefragt werde, weil ich bin auch ein bisschen stark gefördert, 15 Sachen gleichzeitig zu machen. Ich kann aber gleich sagen, was ich für mich mache oder was ich beobachtet habe bei mir, dass wenn ich das umsetze, die zwei Tipps, dass ich dann massiv mehr anbringe im Homeoffice, als wenn ich die nicht mache. Und zwar ist das Nummer 1, ich muss am Morgen mir vornehmen, welche 2, 3, 4 richtig wichtige Sachen ich heute am Boden bringen will. Dann habe ich eine viel höhere Chance, dass ich die am Schluss auch am Boden gebracht habe und etwas richtig Produktives gemacht habe. Und der Tipp Nummer 2, das ist aber sehr individuell, habe ich das Gefühl, das stimmt nicht für alle. Ich tue mir dann einmal noch den Kopfhörer aufsetzen, mache Noise Cancelling, obwohl daheim viel weniger Ablenkung ist, akustischer Natur, und höre dann so eine Instrumentalmusik, die mir ein super gutes Gefühl gibt. Und lustigerweise, in dem Moment, wo ich die Musik höre, bin ich viel fokussierter und konzentrierter an der Arbeit, als wenn ich das nicht mache. Das sind meine 2 Elemente. Ich bin gespannt, was ihr für die Tricks auf Lager habt, um im Homeoffice weniger Ablenkung.